Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 4. It's about time, ich wollte es Train Trilogy oder wie auch immer man das ausspricht, sagen. Im letzten Part haben wir hier den ersten Boss besiegt. Und ja, waren auf der Roadtrip, naja, was auch immer. So, und jetzt geht's ins Piratenfeeling. Ruf der Beute! Jawohl, und ich habe auch ein passendes Thema dazu. Es gibt ja Leute, die möchten gerne Piraten sein. Aber mehr dazu sehen wir gleich oder hören wir gleich. Okay, hier kann ich ein bisschen zurück. Ja, es gibt wirklich Leute, die wollen gerne Piraten sein. Ich gehöre ehrlich gesagt nicht dazu. Klar, ich würde gerne mal auf so einem Schiff gefahren sein, aber sonst, ne. Das sind die komischsten Gegner ever. Nitro! Die sehen so lustig aus, die Gegner hier, oder? Okay, ich habe hier gesehen, da gibt es eine Ding, wo man nach oben jumpen kann, aber zuerst muss man die Feuerkiste kaputt machen. Okay. Die Frage ist, wieso kann man hier nach oben springen? Ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach die Kiste kaputt. Konnte man die nicht auch töten? Wahrscheinlich nicht. Der Captain! Na, ich und Pirat? Nee. Ich spiele zwar gerne Sea of Thieves und so, aber... Ich gehöre übrigens nicht zu den Leuten, die ein Pirat sein wollen oder das Leben führen wollen. Und spielen? Oh, wieso nicht ein bisschen? Aber ihr kennt mich aus Sea of Thieves. Ich bin eigentlich der freundlichste Pirat, den man sich nur vorstellen kann. Ist eigentlich diese TNT-Kiste ein bisschen ramponiert? Hallöchen! Und weg da! Oh, ich habe fast den anderen getroffen. So, Feuer. Ah! Nitro-Kisten kaputt gemacht. Ich glaube, ich kann denen nicht wirklich viel antun. Oh, ich hätte es fast verbrennen lassen hier. Okay. Wie ist es bei euch? Würdet ihr gerne Piratenleben führen oder so? Aber just for fun mal sowas gemacht haben. Wie gesagt, ich hätte kein Problem, mal auf zum Schiff mitzufahren. Gut, ich weiß nicht, ob ich seekrank werden würde, aber es wäre mal interessant zu wissen. So. War das nicht? Genau. Ich muss immer überlegen. Eigentlich ist das die Taste hier. Oha. Geht's wieder in dieses Feeling, wo ich da schön gefällt habe. Oh, auf die Seite. Jo, sehr schön. Okay. Ach, unten doch hätte ich müssen. Ah ja, von unten durch. Ja, die verlangen hier viel.
wollte dich gerade töten. Dankeschön. Wer auch immer. Wenn er uns den Rücken zudreht, können wir ihn besiegen. Ich will das... Ich will die Truhe mitnehmen. So, jetzt ist die Frage, welcher Weg ist der beste? Ich weiß es nicht. Da hinten ist eine große Meute, hier... sehe ich TNT-Fässer. Die Musik ist einfach genial gemacht. Das ist eine Ratte, die da vorne hinrennt. Wir nehmen nochmal den Weg. Oh, er ist fast ins Wasser gefallen. Ja, ist eigentlich blöd, dass Crash hier nicht schwimmen kann, aber... ist leider in vielen Jump'n'Run ja der Fall, dass die meistens nicht schwimmen können. Habe eigentlich noch nie verstanden, wieso. So sollte die nicht schwimmen können. So, die nehmen wir einfach so mit. Checkpoint. Ach so, das war ein Gegner. Gut, hier wieder ein Fragezeichen. Mal schauen. Oha. Nitrofässer, TNT. Das sieht nicht gerade gesund aus. Ich hatte einen Schutz. Den habe ich jetzt nicht, ja. Wie kann ich denn das TNT-Fass eigentlich dazu bringen, zu explodieren? Ohne dass ich es berühren muss. Nee, das geht auch nicht. Ja, genau, am besten so runterspringen. Das wäre es dann noch. Da bin ich eh tot. Ich will eben von dem TNT-Fass nicht getroffen werden, weil wenn ich zu früh springe, dann, dann... beziehungsweise eben nicht richtig springe, dann werde ich vom TNT fast erwischt, vom Radio, vom dem Radius vom TNT fast und dann macht's Wumms und ich bin auch weg vom Fenster. Na, dann gehen wir lieber hier rüber. Ich frage mich aber, wie man die Kiste hier oben kriegen soll. Ich meine, ich kann ja da nicht so hoch springen. Na, habe ich mir doch gedacht. Na, egal. Na klar, dass ich nicht alle Kisten kriege, aber ich will da nicht zurück. Man müsste sich noch einen Rückweg machen. Und das wäre zu viel des Guten für meinen Geschmack. Aber endlich geht's weiter hier, dem Level. Das sieht ja brutal aus, was die hier unten wieder anstellen. Was ist eigentlich das hier?
Ah, okay. Endlich mal eine Truhe, die auch eine Truhe ist. Ja, und wo komme ich? Okay. Kann ich eigentlich nicht direkt darunter springen? Na gut, ich habe den Juwel ja. Na egal. Beide auf einen. Mal, okay, da war so eine Kiste. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Kann ich auch hier nur laufen? Ja, das geht auch. Ah, weil ich ihn sowieso... Ich glaube, ich hatte ihn auch am Anfang schon kaputt gemacht. Da fällt mir die Maske. Oder ich muss es betätigen hier. Den Knopf betätigen. Boah, Crash, lern mal schwimmen. Ich meine, ich kann auch schwimmen. Aber nicht so gut, aber egal. Sollte doch jeder vernünftige Charakter mal können. Gab es eigentlich ein Spiel, wo Crash mal schwimmen konnte? Ich denke nicht. Okay, ich kann gegen den echt nichts ausrichten. Ja, danke schön, Spiel. Spiel glaubt, ich bin zu dämlich. Ja gut, bin ich auch gerade. Ich sag's doch. Manchmal ist es mit dem Sprung echt komisch. Gut, der Doppelsprung, der macht ja eh, bleibt ein bisschen stehen im Wasser. Ja, genau. In der Luft, meine ich. Daher ist echt mühsam. So nehme ich eigentlich nicht hier den direkten Weg. Weil er dann trotzdem ins Wasser geht. Mann! Lern schwimmen! Geh baden! Das hat immer Let's Play Markus gesagt. Die Maske bringt mir eigentlich viel, wenn... Okay. Zum Glück ist die Plattform gekommen. Da kann man nur überspringen. Dann komm. Ey, ich bin doch Mario. Okay, auf die kann man drauf springen. Wusste ich nicht. Gut. Gut zu wissen. Das hätten wir vorhin gebraucht. Hey, komm schon. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Oh, da gibt es hier ein Tieffässer. Na gut. Da gab es mal hier ein Tieffässer. Sehr schön. Keine Ahnung, was das gerade bewirkt hat. Naja, wir haben jedenfalls ein paar Kristalle. Und ein bisschen Gold. Yay, wir haben einen Schatz. So viel Gold. Wie viel wäre das wohl wert? Ich glaube, dann wäre ich so reich und könnte ich einfach immer Let's Play non-streamen. Ah, das wäre doch schön. Das wäre mich schon, ne?
Oh, wir haben sogar genau die Zeit gebraucht. Natürlich wird da etwas kürzer durch das Geschnittene. Aber ich würde sagen, meine lieben Leute, im nächsten Part sind wir mit... Wie hieß sie nochmal? Coco. Sind wir mit Coco unterwegs? Wie sieht sie eigentlich als Skelett aus? Wir spielen mal so. So future-mäßig. Naja, danke fürs Zuschauen von Crash Bandicoot 4. It's about time. Ich muss immer überlegen. Und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.